Hallo Leute, willkommen mal wieder bei Minecraft und heute will ich euch sowas hier zeigen, so eine Abbaumethode. Und dazu habe ich erstmal so einen Wassergraben gemacht, der ist jetzt in diesem Fall 17 Blöcke lang. Da gehen wir erstmal so rum mit Holz, so wie man es halt will, wie schön aussieht. So, 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 einfach bis hier. Und dann nehmen wir hier uns die Pistons und stellen die da vor auf die, ups, das war falsch, so, weil da dann das der Zuckerrohr stehen wird, so war es richtig. Und dann gehen wir hier noch mal 1, 2 hoch, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und weiter und weiter und weiter und so fort. Hier können wir dann auch noch mal hoch. Wir können es nicht nur, wir machen es. So. Und dann kommt hier noch was hin. Und hier vorn. So. Dann nehmen wir uns diese Slabs. Das geht ja so hoch. Also machen wir die hier überall hin. Das gibt dann noch so ein optisches, besseres Aussehen, finde ich jetzt persönlich. So. Jetzt machen wir hinter diese Teile nochmal 2 Blöcke hoch. Da verlegen wir dann gleich das Redstone-Kabel. So, weiter, weiter. Sofort. So. Zählen wir ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jetzt habe ich mich versehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir ein teilen und brauchen dann Repeater. Den setzen wir hier hin und verlegen hier oben drauf ganz bequem das Redstone-Kabel. So, und dann gehen wir runter. Hier runter. Und nehmen uns die kaputte Schaufel. Das ist natürlich vorteilhaft. Mäßig toll. Yeah. Graben uns hier runter. Bräuchten auch erstmal ein bisschen Licht fürs Erste. Das war jetzt schlau. Das hat es auch wirklich gebracht. Graben uns erstmal durch. Wir müssen noch gar nicht ganz durchgehen erstmal. Wir gucken erstmal, wo das hier lang geht. Wir sind 2 zur Seite gegangen. Also hier. Ein bisschen mehr Licht reinfällt, können wir erstmal mal aufmachen. Jetzt einfach aufpassen, dass ihr tief genug seid. Nicht, dass ihr gleich eine Flut von dem Wasser kommt, was wir gerade reingemacht haben für die Bewässerung. Das können wir einfach mal gucken. Ja, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, hier sind wir. Okay. Das war natürlich schlau. So natürlich. Machen wir es hier auch nochmal auf. Wir wollen nicht zu weit nach hinten verfallen. So passt das doch. Nehmen wir erstmal die Fackeln wieder weg, die brauchen wir nicht mehr. Und dann verlegen wir ganz bequem das Redstone-Kabel. Meine Güte. Nach hier. Und dann brauchen wir genau den Schalter. Genau, das ist ein großer Schalter. Und wie wir sehen, sehen wir nichts.
Wir brauchen noch eine Redstone-Verlängerung. Das reicht auch nicht. Das reicht höchstwahrscheinlich. Mal gucken. Ja, sehr schön. Das funktioniert schon mal. Können wir das hier... also wirklich, das ist echt schlimm heute. Eigentlich wollte ich das noch haben. So. Können wir es hier auf der anderen Seite auch schon wieder zumachen? So. Und jetzt brauchen wir nur noch Zuckerrohr. Das wir dann da schön wieder beginnen pflanzen. So. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Sache dann ausprobiere. Dann sehe ich auch mal, wie das funktioniert. Okay, bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder und wie ihr seht, die Sonne geht unter, also lasst uns das schnell machen. Ich lege jetzt den Schalter um, die Zuckerrohrteile sind gewachsen und ja, ich mach's mal. Boom! Ja, das meiste fliegt nicht sehr weit weg, also kann man das hier schön einfach aufsammeln. So. Und da das nur so hier abgeschnitten wird, kann das und andere weiter wachsen, ohne dass man es neu anpflanzen muss. Ziemlich praktisch. Ja, das war's auch schon wieder und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!